So, es ist wieder Zeit für den charttechnischen Ausblick auf die Märkte. Ich habe einige interessante Charts mitgebracht für mögliche anstehende Trading-Ideen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich aber für das tolle Feedback zur Trading Block Academy bedanken. Die Tore sind geöffnet, tradingblock-academy.de. Ich würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg begleiten zu können. Ja, und mein erklärtes Ziel ist es wirklich, jeden, der mit dabei ist, profitabel zu machen, und dafür werde ich alles geben. Also, jetzt gucken wir uns aber die Märkte an und schauen wir mal, ob wir hier vielleicht die ein oder andere Swing-Trading-Idee ableiten können. Wir starten natürlich zuerst wieder mit dem Blick auf den DAX, und der notiert an der wichtigen Unterstützung 11.850 bis 12.000 Punkte, hat das letzte Tief, was wir Anfang März hier ausgebildet haben, jetzt nochmal angelaufen. Und damit ist der Markt neutral. Jetzt ist mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Wo könnte es hingehen? Großes Ziel, Seitwärtsbewegung im Bereich 12.500, 12.450. Das kann nochmal angelaufen werden. Und es kommt jetzt wie immer darauf an, sehen wir eine starke dynamische Bewegung, dann haben wir gute Chancen, dass die 12.850 hier noch für mehrere Wochen hält, vielleicht sogar für mehrere Monate. Wenn wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden aber nur so eine schleppende Seitwärtsbewegung sehen, dann Achtung, Achtung, dann kann es nochmal abwärts gehen. Bei einem Stundenschluss schon unter 11.800 Punkten, da sehe ich, ja, schwarz will ich nicht gerade sagen, aber da sehe ich deutlichen Druck auf den DAX kommen. 11.500, 11.400 wäre die nächste Unterstützungsmarke. Nächstes Ziel dann der Bereich um 10.800. Also 1.000 Punkte Rutsch sind hier im DAX locker noch drin, sofern das wichtige Unterstützungsniveau, die Make-or-Break-Linie 11.850 bis 12.000, sofern die, ja, wenn sie bricht, sieht schlecht aus, solange sie hält, gute Chancen auf den nächsten Run nach oben. Im S&P 500 sieht das Bild ähnlich aus, nicht ganz so dramatisch wie im DAX, denn der DAX ist hier an seinem Verlaufstief. Der S&P hängt sich noch etwas darüber an dem zweitwichtigsten Unterstützungsniveau momentan auf, 2620 bis 2650. Und das ist hier erst einmal ein Niveau für eine Gegenbewegung. Und wir sehen hier auch schon, dass sich der S&P gestern deutlich unter Druck gekommen, momentan jetzt natürlich vorbörslich hier erst einmal hält. Jetzt kommt es hier drauf an, steigt er an im Bereich 2665 bis 2675 Punkten. Hier könnte es nochmal zu einer Gegenbewegung kommen. Wenn wir also nur so jetzt langsam gezwackelt, also ich sag mal tendenziell ab 14.30 Uhr ist ja noch Sommerzeit oder schon umgestellt in den USA. Wenn wir dann nur langsam hier hochlaufen und tendenziell weiter Verkaufsdruck sehen, dann dürfte die Marke brechen, ja, und das nächste Tief 2,45 dürfte dann hier erst einmal die nächste Haltelinie sein, und hier ist mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Achtung also, 2,665, 2,675, hier geht es vielleicht nochmal abwärts. Ist der S&P stark, kann er sogar die 2.700 erreichen, selbst bei so einer überlappenden Bewegung, dann aber spätestens nochmal der Verkaufsdruck. Gehen wir jetzt schnell, steil, dynamisch nach oben, gute Chancen im S&P, dass wir 2.800 Punkte als nächstes anlaufen werden und damit eine übergeordnete Range ausbilden. Gold ist der Knaller wieder, die Make-or-Break-Linie hält, und zwar richtig ordentlich. Zuletzt war ich eher pessimistisch für das Gold eingestellt, weil wir uns hier die gedankliche Teilung, weil wir uns in der unteren Hälfte des Charts aufgehalten haben. Jetzt dynamische Aufwärtsbewegung im Gold. Wir hängen aber an dem Widerstandsniveau. Und ja, sollte das überwunden werden, haben wir erstmal 1360 als nächstes Ziel. Wenn das jetzt weiter dynamisch angelaufen wird, dann hätten wir von einem Verlaufstief zu einem Verlaufshoch, ist erstmal mit Fehlausbrüchen zu rechnen. Also anlaufen, Rücksetzer, gerne nochmal hier, Widerstand, Widerstand,
möglicher Widerstand bzw. mögliche Unterstützung bald hier im Bereich 1340, 1345 US-Dollar. Das wird dann beim Überschreiten zur Unterstützung und könnte kurzfristig gekauft werden mit einem dann möglicherweise Ausbruch nach oben. Und auch im Silber sah es zuletzt gar nicht so gut aus. Da haben wir die 16,15, 16,30, das Unterstützungsniveau einmal kurz nach unten verlassen. Und dann hat sich das Silber aber wieder nach oben gerettet. 16,70 ist immer noch hier so ein Deckel drauf. Und wenn wir uns das Silber anschauen, das ist weiterhin nicht so stark wie das Gold. Dynamische Bewegung nach oben, dann aber auch schon wieder relativ weit zurückgesetzt. Das haben wir im Gold nicht gesehen. Das Gold, wenn wir uns hier diese Range-Bewegung angucken, hat es da doch ja schon etwas, hat einfach mehr Power. Also es gilt momentan weiter, wenn man in Edelmetallen was machen will auf der Long-Seite, dann sollte man das eher im Gold machen. Im Öl haben wir aktuell kurzfristiges Kaufniveau zwischen 64 und 64,30, dynamische Aufwärtsbewegung, Rücksetzer, alte Widerstände wurden zur Unterstützung, sollten jetzt nochmal zur Unterstützung werden, vielleicht sehen wir nochmal ein leicht tieferes Tief, dass sich hier so eine Flaggenformation ausbildet, dann mit Zielen 66 bis 66,70 und wenn wir hier mal gerade auf Tagesbasis umschalten, sehen wir das nächste Ziel, die nächste große Hürde im Bereich 76 US-Dollar. Also hier Ausbruch über 66, 67, das gerade angesprochene Niveau, hätte als nächstes Ziel die 76 US-Dollar im Öl hier nach sich zu ziehen. Da bin ich sehr gespannt, wie es im Öl weitergeht. Jetzt kommen wir zu den ersten möglichen Trading-Ideen, Watchlist-Werte. Da gehört die Morphosis zum Beispiel zu. Morphosis seit hier Mitte 2016, dynamische Aufwärtsbewegung von 32 auf 87, ist an das 2014er Hoch, hier Dezember 2014 Hoch, angelaufen und Achtung, das ist natürlich Widerstand. Da geht es jetzt erstmal ein Stück weit abwärts. Wir gucken uns das auf Stundenbasis an. Zuletzt hatte sich in der Morphosis hier eine Range ausgebildet. Die wurde jetzt heute nach unten unterschritten. Das heißt, der Bereich 83,40 eigentlich bis 84 Euro ist Widerstand. Ich habe mal einen möglichen Put mit rausgesucht. Bei Nebenwerten sind die ja oft nicht ganz so ideal gepreist, aber hier mit 2 Cent Spread ist es schon okay. Verkaufsniveau, Ziele 78 und ja, später im Bereich 71, 72 für die Morphosis nach unten. Stop-Loss, ja, wenn dieses Widerstandsniveau angelaufen wird, dann möchte ich ungerne, dass die Aktie jetzt nochmal deutlich irgendwie über 85 läuft. Also man kann einen relativ engen Stop setzen und hier auf eine Gegenbewegung nach unten spekulieren. Nächste Aktie ist die ThyssenKrupp. Seitwärtsbewegung hier seit Mitte 2017. Markantes Unterstützungsniveau um 21, 21,50. Da ist die Aktie zuletzt mir mit deutlich Schwung draufgerauscht. Das schreit erstmal hier nach einem Fehlausbruch. Aber wenn wir uns das hier angucken, und zwar auf Stundenbasis, da erahnen wir schon, das hier ist klassisches Hin- und Her-Gezackel und Gezwackel. Das bedeutet, sowas bedeutet selten etwas Gutes. Jetzt haben wir einen Ausbruch nach unten gesehen aus dieser kleinen Korrekturformation, hat ein paar Tage gehalten. Da könnte es jetzt in der Thyssen nochmal zu deutlicherem Verkaufsdruck führen. Nächstes Ziel ist so im Bereich 17 Euro hier in der Thyssen. Also Achtung, auch hier schon mal ein Hebelzertifikat. Stop-Loss macht über dem letzten Verlaufshoch Sinn. Denn, ich sag mal, noch hält diese markante Unterstützung um 21, die ja jetzt mehrere Monate schon hält, kann aber einfach aufgrund der Tatsache, dass bislang hier die letzten seit März keine Käufer aufgetreten sind, dass die auch weiterhin fernbleiben und die Aktie nochmal deutlich durchgereicht wird. Eine US-Aktie gucken wir uns noch mit an. Gartner kann man mit einem
Ach, nicht mit einem ETF, natürlich mit einem CFD kann man die handeln. Gartner Hebelzertifikate auf US-Werte ist immer schwierig. Die Aktie an einem markanten Gap-Widerstand hier 24 bis 125 Euro Kopf angestoßen. Gestern dann Ausbruch aus dieser kleinen Range, die sich hier mehrere Tage gebildet hat. So, Ausbruch nach unten, das heißt Rücksetzer, nächstes Ziel ist 112. Sollte das nicht halten, noch einiges tiefer. Was möchte ich nicht sehen? Hier haben wir ein kleines Gap-Widerstandsniveau zwischen 122 und, ich sag mal, 123 US-Dollar. Kurse darüber möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Direkt das Ziel 112 anlaufen. Beim letzten Mal hatten wir die Symantec mit angesprochen, Widerstand bei 28 und da hat man gesagt, na egal in welche Richtung, ob Ausbruch nach oben, hatte ich eher mitgerechnet, oder ein Ausbruch hier unter dieses Unterstützungsniveau, dürfte für Dynamik sorgen. So, die untere Unterstützung, also hier die leicht steigenden Hochs, wurden jetzt erstmal unterschritten, also dieser Punkt hier zumindest. Und da hat sich dann erstmal so eine weitere kleine Range ausgebildet. Und wenn die jetzt nach unten unterschritten wird, Kurse unter 26,50 und die Symantec dürfte bis 25 fallen, kann man auch einen engen Stop setzen. Hat man, ich sag mal, ein CAV von 3 zu 1, kann man hier durchaus erreichen. Symantec auch eher mit einem CFD umzusetzen. Wir bleiben weiterhin bei Short-Kandidaten. Da ist die Post, Deutsche Post, für mich momentan ja auch eines der Highlights. Wenn der DAX mitspielt, so könnte dann auch die Deutsche Post mitspielen. Wir haben ja eben gesehen, der DAX befindet sich an dem Unterstützungsniveau und jetzt erwarten wir eine Gegenbewegung nach oben. Je nachdem, wenn diese im DAX so gezwackelt, überlappend ausfällt, dann haben wir gute Chancen, dass wir das auch in der Post sehen. Zackel, zwackel, nach oben gelaufe, ja, sich schwer tun nach oben, also diese Überlappungen. Dann haben wir im Bereich 35, 60 bis 36 Euro ein schönes, markantes Widerstandsniveau, denn da hat sich hier in den letzten Tagen, letzten Wochen muss man sagen, seit Mitte Februar hat sich eine wunderschöne Range ausgebildet. Jetzt haben wir einen Ausbruch aus der Range und damit Short-Niveau, Trend, kurzfristige Trendfortsetzung für die Post, die war sonst recht stark, Tendenz weiter abwärts. Also hier Short-Niveau für die Deutsche Post, aber bitte darauf achten, wenn es jetzt schnell steil nach oben geht, dann mal lieber abwarten. Wenn es langsam schleichend läuft, dann ist die Post ein schöner Short. Der DAX befindet sich an der wichtigen Unterstützung. Das heißt natürlich, es kann ja jetzt auch wieder in Richtung neuer Hochs laufen. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und da passt natürlich auch ganz klar eine Long-Trading-Idee, nämlich in der E.ON. E.ON ja zuletzt mit Innogy-Übernahme deutlich hier nach oben gesprungen. Dynamische Bewegung und jetzt geht es eher gezwackelt nach unten. Und jetzt befindet sich die Aktie aktuell an dem Unterstützungsniveau 8,70. Hier Verlaufshoch von Ende Februar, dann Gap-Unterstützung. Wenn dieses Niveau hält, haben wir eine gute Chance, dass es nochmal zack eine Dynamik gibt, die wenigstens bis 49, so in dem Bereich des letzten Verlaufshochs reicht. Für diese Woche war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Nehmen Sie sich noch mal ein bisschen Zeit, gucken Sie sich die Trading Block Academy an und ich freue mich über Feedback. Also, machen Sie es gut. Bis nächste Woche.